meine Liebe, willkommen zurück. Es ist ja jetzt schon eine richtige geballte Ladung an Glossyboxen, weil in meinen letzten beiden Videos habe ich euch ja das große Opening gezeigt von meinen vier Glossy Special Boxen. Beziehungsweise, ja, da gab es so ein Special-Angebot. Ich verlinke euch einfach mal die Videos irgendwo hier oben. Da könnt ihr übrigens auch etwas gewinnen. Und jetzt, genau heute, kam die aktuelle Glossybox für den Monat April. Und die möchte ich euch natürlich heute zeigen. Und wie immer gibt es einen richtig schönen Beileger. Mir gefällt das Motiv auf jeden Fall sehr gut mit der Blumenfrau. Und das Motto ist auf jeden Fall Spring Secret. Ich meine, jetzt, wir gehen so mehr oder weniger in den Frühling hinein. Und, beziehungsweise, ja, ist es ja jetzt eigentlich schon Frühling? Schon Frühlingszeit? Ich glaube schon. Und ja, deswegen passt dieses Motto natürlich ganz gut. Und wie immer greife ich direkt in die Box blindlings hinein. Ich weiß nicht, außer bei dem Sneak Peek-Produkt, was da drin ist. Und ja, ich würde sagen, ich starte direkt. Ich hole etwas sehr Dünnes raus. Und zwar ist das von L'Oréal Elvital eine Repair-Tiefenspülung. Ja, kann man auf jeden Fall immer gut gebrauchen. Ich habe schon ganz oft gesagt, solche Sachen nehme ich immer sehr gerne mit in den Urlaub oder mit in auf einen Kurztrip. Und das wird auch bei dieser Haarmaske Spülung genau der gleiche Fall sein. Es ist sehr groß. Cool, das ist von Gillette Venus, der Skin Elixier Rasierer. Und ich benutze auch aktuell wirklich einen von Gillette. Allerdings ist der lilafarben und der hat wie so ein Ball, also für die Beweglichkeit, so ein Flexiball. Und aber früher habe ich immer diesen bläulichen genommen. Und ich bin auf jeden Fall mit Gillette immer sehr, sehr zufrieden gewesen. Und deswegen freue ich mich auch auf jeden Fall, hier mal einen neuen Rasierer von denen ausprobieren zu können. Also für mich ist der auf jeden Fall neu. Keine Ahnung, ob der im Sortiment wirklich neu ist. Und das nächste ist, Moment. Ach, das ist von Emerald Makeup ein Wimpernzange, genau. Den habe ich schon, weil der war mal in einer Look Fantastic Box. Und den habe ich sogar heute wirklich aktuell eben benutzt. Ich finde den wirklich nicht schlecht. Und das Coole ist, dass hier auf jeden Fall schon noch so genau drei Gummis mitgeliefert werden. Also hier auf der Wimpernzange selbst ist schon ein Gummi übergezogen und hier gibt es noch drei Backups davon. Das finde ich auf jeden Fall sehr gut, dass man ja jetzt in der nächsten Zeit sich auf jeden Fall erstmal keine neuen nachkaufen muss. Wobei ich denke, ich habe halt schon einen und den werde ich jetzt erstmal wegpacken und ja, vielleicht kann den halt irgendwer anders gut gebrauchen. Die ist ja schon fast wieder leer. Das hier ist von, okay, von Coastline 403. Mir sagt die Marke gar nichts. Ein Lipstick. Und er ist nude-farbend. Wie geil ist das denn? Sonst ist er eher ins Pink oder die meisten Lippenprodukte bei Glossybox, die gehen so ins Rötliche hinein. Und das haben so viele Leute schon gemeckert. So, ja, warum denn nicht mal irgendwas Alltagstaugliches? Und ich bin ja ein großer Fan von solchen Farben. Und der sieht auch echt schön aus. Der hat so ein bisschen Schier. Also der ist jetzt nicht komplett deckend, aber hat so einen schönen Gloss-Effekt. Und ich glaube, also von den Produkten, die ich halt bisher hier liegen habe, wird das auf jeden Fall ein großer Favorit von mir. Und da freue ich mich schon sehr, den in den nächsten Tagen mal ausprobieren zu können. Wenn ich hier so fühle, nee, es sind noch zwei Produkte. Klein oder groß, groß oder klein. Ich entscheide mich für das kleine Produkt. Und das hier ist von Color LUB Dry Eyes Quick Dry Drops. Okay, wofür? Hier steht jetzt leider nicht wofür. Ich werde jetzt ganz schnell mal blättern. Okay, also diese Drops hier. Schnelle Maniküre mit nur einem Tropfen. Ab heute kein Beauty-Geheimnis mehr, denn diese Tropfen trocknen deinen Nagellack in Sekundenschnelle und lassen Maniküre-Wünsche wahr werden. Ein Tropfen pro Fingernagel genügt, schon ist dein Nagellack dank der Quick-Dry-Formel getrocknet. Okay, das ist sehr cool. Also ich lackiere meine Nägel schon ziemlich oft. In den letzten Wochen ist das so ein bisschen,
habe ich das so ein bisschen schleifen lassen, aber überwiegend lackiere ich mir sie, wie gesagt, sehr oft. Und ich habe ganz oft das Problem, wenn ich sie mir abends mache und obwohl das so ein Quick-Dry-Nagellack ist, ja, dann gehe ich ins Bett und ich bin jemand, ja, ich schlafe halt gerne so, ne, und habe dann, ja, meine Haarabdrücke in meinem Nagellack am nächsten Morgen. Also da habe ich dann anscheinend nicht zu lange gewartet. Oder beziehungsweise die Trockenzeit war dann einfach ja, noch nicht vorbei. Ich hätte halt länger damit warten müssen. Ja, aber irgendwann muss ich natürlich auch mal ins Bett und über den Tag habe ich natürlich keine Zeit. Deswegen bin ich auf jeden Fall gespannt, wie dieses Produkt sein wird. So etwas hatte ich noch gar nicht. Ich weiß, dass es solche Sprays gibt, wobei ich da schon ganz oft gehört habe, so ja, die bringen eh nichts und deswegen habe ich sie mir noch nie gekauft. So, jetzt ist es auf jeden Fall das letzte Produkt und das ist groß. Sehr groß. Au, das ist von Simple ein reinigendes Micellenwasser für sensible Haut. Das finde ich, kann man eigentlich auch immer gebrauchen. Also wer sich schminkt, auf jeden Fall. ich finde es auch ganz praktisch, wenn man irgendwie an mehreren Stellen, also ich habe halt im Badezimmer immer eins oder halt hier in meinem Zimmer eins stehen und beziehungsweise, nein, das wünschte ich mir, weil so muss ich halt immer hin und her gehen und mein Micellenwasser von unten immer nach oben holen. Genau, und das wird hier auf jeden Fall an meinem Schminkplatz direkt stehen bleiben. Die Marke, die kenne ich gar nicht. Ihr könnt mir ja mal sagen, ob ihr Simple kennt oder Simple und wenn ja, wo man das kaufen kann. Also ich habe das auf jeden Fall in der Drogerie noch nie gesehen. Wobei ich halt auch gar nicht mehr so der große Drogeriegänger bin, außer für ja, Körperhygiene. Und bei solchen Sachen bin ich eher bei Garnier. Da gucke ich eigentlich immer. Deswegen, also solltet ihr wissen, wo man dieses herbekommt, dann schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Weil vielleicht finde ich das ja so gut, dass ich es mir nachkaufe. Ein kurzes Fazit darf natürlich nicht fehlen. Ich bin mehr als zufrieden mit den Produkten. Ich meine, Glossybox kann nichts dafür, dass ich halt schon diese schöne Wimpernzange schon habe. Die kommt nämlich in einem echt richtig schönen Roségold und nicht in diesem schönen Schwarz, so wie man es irgendwie überwiegend hat. Deswegen finde ich das gar nicht schlimm. Diese Drops, die sind für mich auf jeden Fall ein Ausprobieren wert, weil ich auf jeden Fall, ja, mir oft meine Nägel lackiere und habe ich euch ja eben von meinem Struggle erzählt. Dann haben wir hier noch einmal den Rasierer von einer Marke, die ich wirklich echt gerne benutze. Und vielleicht stimmt dieser Rasierer mich ja so um, dass ich dann wirklich auch den umwechseln werde. Und auch dieses Micellenwasser finde ich, dass es, wenn es gut ist, kann man so etwas auch auf jeden Fall gebrauchen. Ich bin froh, dass das hier, also scheint so, dass hier keine Ölformulierung ist. Da bin ich immer so ein bisschen, ist für meine Haut nicht immer unbedingt das Beste. Also da schwöre ich ja echt auf das von Garnier. Deswegen gebe ich dem Ganzen auf jeden Fall eine Chance. Und habe ich was? Ja, ich habe was vergessen. Auf jeden Fall. Und zwar der Lipstick von Coastline in der Farbrichtung 403. Wie, genau, hier war ja einmal der Swatch. Ich finde die Farbe für mich auf jeden Fall sehr, sehr schön, weil das eigentlich auch so, ja, schon fast meine Alltagsfarbe ist. Also ich bin meistens lippenmäßig eher nudie unterwegs. Genau, deswegen freue ich mich über den sehr. Und auch solche Proben kann ich auf jeden Fall immer ziemlich gut gebrauchen. Wer mein letztes Video auf jeden Fall nur nicht gesehen haben sollte, dem werde ich das hier oben irgendwo verlinken, weil da könnt ihr nämlich zwischen zwei Boxen wählen, die ihr gerne gewinnen möchtet. Und da sind richtig coole Produkte mit dabei, unter anderem von Huda Beauty, dann der Quashy Cushy Make-up Remover und noch ganz, ganz viele andere Marken. Deswegen schaltet auch unbedingt da einmal kurz rein. Ja, und ansonsten würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Reinschalten, bewerten nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!